Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Rebirth in the Savior Robot. Wir suchen immer noch den Godhead und wir könnten Random machen. Ja, machen wir. Wir haben sowieso eine Winstreak von 0. Hoffentlich kriegen wir jemanden, den wir noch nicht hatten. The Lamp hatten wir schon. Na gut, spielen wir halt The Lamp. Ist auch nicht weiter tragisch. The Lamp hat halt den Widder von Anfang an. Hat diese komischen 4 Tränen, also diese Angst Tränen und 2 Schaden. Toll. Ist also nicht wirklich gut. Was hat er eigentlich noch? Widder und diese Angst drin. Okay, wer hat er gar nicht? Er sieht zwar noch anders aus, als wenn er diese anderen Tränen hätte, diese Sensentränen, aber die hat er scheinbar doch nicht. Und sonst hat er noch von Anfang an eine Magician-Karte. Das ist ja auch was Schönes. So eine Magician-Karte. Oh wow. Und nur ein schwarzes Herz und ein blaues Herz. Das ist natürlich nicht so geil. Aber wir schauen mal, wie wir hier zurechtkommen. Letztes Mal, als wir ihn gespielt hatten, sind wir, glaube ich, nicht allzu weit gekommen, aber wir haben Mom's Wick bekommen. Das ist gut, weil wir jetzt ein paar Spinnen bekommen, sobald irgendwas passiert. Ich weiß nicht genau, was passieren muss, aber irgendwas muss passieren. Was haben wir hier? Tiersab. Perfekt. Das ist sehr gut und der könnte uns eigentlich mal ein Lebensupgrade geben. Ich glaube, wenn wir Gegner treffen, oder? Wenn wir Gegner treffen, dann kommen diese Spinnen, die dann für uns mit angreifen. Glaube ich. Ich denke schon. So, Larry, du bist schon ganz schön groß geworden. Du darfst nicht so viel fressen. Ich mach dich mal ein bisschen kleiner. So. Oh, Capricorn. Warum auch immer das lila ist, aber es ist lila. Capricorn ist geil. Weil Capricorn ist der... Upsala. Der Steinbock. Steinbock-Sternzeichen. Ist ein Oystets-Up und ich bin Steinbock, deswegen passt das perfekt. Ich habe bei der Challenge beim letzten Mal gefragt, was für Sternzeichen ihr seid und da kam ganz schön verschiedene Sachen raus auf jeden Fall. Finde ich ganz cool und jemand hat, oder einige haben auch ihr chinesisches Sternzeichen geschrieben und da waren voll viele Drache. Jetzt bin ich voll neidisch auf euch. Ich wäre auch gerne Drache, aber mein chinesisches Sternzeichen ist leider Schwein. Ja, Schwein. Toll, oder? Ich bin ein Drachenjunge und bin vom chinesischen Sternzeichen Schwein. So was Blödes. Egal. Ich will ja auch kein chinesischer Drache sein, sondern ein europäischer Drache. So. Können wir hier eigentlich noch irgendwas bekommen? Ja, Geld, ne? Dann könnten wir gleich nochmal in den Shop reingucken, wenn wir noch genug Geld finden. Den goldenen Raum haben wir ja eigentlich schon, das heißt, den müssen wir gar nicht mehr suchen. Und ich würde gerne mal, dass meine Tränen größer werden. Können die überhaupt größer werden? Warte, warum? Hat der All Stats Up von Capricorn uns kein Schaden mehr gegeben? Das ist jetzt ein bisschen traurig. Ich dachte, das macht wenigstens einen Strich mehr, aber okay. Dann halt nicht. Auf jeden Fall haben wir 7 Münzen. Das heißt, wir können in den Shop reingucken. Mit 7 Münzen kann man das gerne mal machen. Wenn da dann irgendwas Vergünstigtes ist, sollten wir uns das auf jeden Fall leisten können. So, müssen wir nur mal kurz schauen. Ich will auch gerne an die Truhe ran. Aber wie? Ich komme da ja nicht schnell genug ran. Nee. Okay, schade. Keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. So, ein kleiner Miniboss. So bist du also drauf, ja? Willst uns also bekämpfen? Nicht mit mir. Ich habe eine Bombe. Und eine Bad Guts Pillet. Und ich tue mir selber weh. Nice. So, Envy. Nicht eifersüchtig sein. Nur weil wir Capricorn sind und du nicht, musst du nicht eifersüchtig sein. Wird halt jeder so geboren, wie es das Schicksal für richtig befand. Oder so. Oh. Okay, Schubdawup ist sehr geil in dieser Mod, weil man damit halt nur eine Aufladung braucht. Das heißt, wir können es in jedem Raum neu benutzen. Und ich würde gerne nochmal in den Shop reingucken, habe ich gesagt. Und wir können nochmal gucken. Vielleicht ist hier der Geheimraum. Ne, haben wir aber einen Schlüssel mehr, auch nicht schlecht. Und können uns das Herz kaufen. Das machen wir. So. Ja. War doch ein netter Start soweit. Und dann gehen wir die zweite Ebene. Oh. Armer Kleiner. Die zusammengekauert darum. Keiner liebt ihn. Deswegen muss er seine Gegner mit Tränen bekämpfen. Weil Schreie nichts mehr bringen. Na ja.
So, wir sollten vielleicht auch mal unser Schubtawub einsetzen, wenn wir es schon haben und wir es pro Ebene oder pro Raum einmal einsetzen können. Wäre vielleicht nicht ganz so eine schlechte Idee. Zum Beispiel hier. Perfekt. Sind nicht mehr alle Gegner gestorben, trotzdem perfekt. So, wir haben genug Schlüssel. Was haben wir hier? Eine Pille. Telepathie für Dummies. Könnten uns den Schlüssel kaufen, aber nö. Warte, wir bringen den Automaten auf 800. So, sieht hübscher aus. Okay, dann verlieren wir nochmal ein rotes Leben, ein blaues Leben. Oh Gott. Und dann sind wir glücklich. Was haben wir hier? Okay, eine Bombe vielleicht? Perfekt. Oh, 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 oh. Nimm ich. Super Ding. Aber irgendwie? Okay, 4 Schaden. Ist nett. Aua. Aber, oh, unsere Tränen werden nicht größer. Oder doch, doch werden sie. Die waren eben noch so sauklein, aber ich frage mich auch, warum die überhaupt so klein waren. Machen diese Angsttränen, dass die Tränen kleiner werden? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall werden sie ein bisschen größer jetzt. Umso mehr Schaden wir machen. Aber mit 4 Schaden müssen die doch eigentlich... Bei den normalen Tränen werden die jetzt schon viel, viel größer. Naja, gut. Oh! Mom's Eye! Ja, wir können nach hinten schießen. Wow! Das ist die Revolution. Das braucht man. So. Sehr cool. Hätten wir wahrscheinlich nicht machen müssen. Nein. Haben wir uns mit unserer eigenen Bombe noch getroffen. Nett. Das mache ich gerne. Okay, warte. Wenn er Angst hat, dann kommt er ja, glaube ich, nicht auf uns zu, oder? Dann sollten wir ihn in seiner Angst lassen. Wäre, glaube ich, die beste Entscheidung. Wenn er dadurch dann nicht charged. Oh Gott. Ja, Tatsache. Okay. Was kriegen wir? Kriegen wir vielleicht einen... Okay, ein Devil Room. Ist gut. Was bist du? Okay, bringt uns nichts. Aber noch Krebs. Warum haben die ganzen Dinger so eine komische Umrandung? Egal, wir können fliegen. Mit unseren dämonischen Schwingen. Und hier ist noch eine Truhe mit ein bisschen Geld immerhin. Gut, habe ich irgendwas übersehen? Nee, wir könnten uns noch irgendwas im Shop kaufen. Ich weiß allerdings nicht was. Also gehen wir weg. Und kriegen ein Leben dazu, weil wir ein weißes Herz hatten. Perfekt. Ich glaube, das läuft jetzt sogar besser als beim ersten Versuch, oder? Haben wir nicht ihn sogar beim ersten Versuch gehabt in dieser Mod? Und deswegen sind wir wahrscheinlich nur gestorben, weil wir die ganzen Leute noch nicht kannten und noch nicht wussten, was uns hier erwartet. Möglich ist das. So. Okay, unser Schaden ist bisher schon recht okay, würde ich sagen. 3 graue Truhen. Lohnt sich zwar nicht wirklich, aber pff. Wir können fliegen. Was wollen wir mehr? So. Den Fußrodarhelm, den können wir uns bis zu den blödsten Gegnern hier aufbewahren. Sind das... Ah, komm. Das sind die blödsten Gegner. Hoffe ich mal. Es sei denn, gleich kommen diese Viecher, die man nur von einer Seite treffen kann. Diese Gehirne. Nee, okay. Gut, dass ich das eben eingesetzt habe. So. Okidoki. Okay. Wo wollen wir denn mal hin? Gehen wir mal hier hin. Zu dem Larry Senior. Und sein kleinen Mädchen. Larry Junior und seine kleinen Mädchen. Stier? Ja. Warum nicht? Sind wir denn schnell genug für Stier? Ich weiß es gar nicht. Ist aber ein netter Raum. Vor allem, wenn man fliegen kann. So, da ist ein blauer Stein. Den holen wir uns natürlich. Ach, schade. Ich dachte, er springt sich vielleicht mit in die Luft. Hat er aber anscheinend keine Lust zu. So. Was haben wir hier? Den 3-Dollar-Bill und Forget-Me-Now. Könnten wir die Ebene nochmal machen? Möchte ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Deswegen hole ich mir nur das blaue Herz und gehe dann hier weg. Oh, ein zweites Leben. Ein zweites Lazarus-Leben. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Und wieso habe ich die Hanged Man-Karte mitgenommen? Die bringt uns doch überhaupt nichts.
Man weiß es nicht, man munkelt aber ein bisschen. Taurus! Hä? Wo ist hier noch ein Gegner? Nein. Hier ist gar kein Gegner mehr. Oder? Toll. Ach da. Hä? Eine schwarze... Habt ihr die gesehen? Jetzt mal ganz ehrlich. Habt ihr die Fliege, die hier war, gesehen? Ich habe sie nicht gesehen. Voll gewundert gerade. Ich habe die Fliege gehört, aber nicht gesehen. Das war merkwürdig. Na, was kriegen wir? Okay. Haben unsere Bombe wieder bekommen. Nicht schlecht. Da wäre der Boss. Shop hatten wir schon. Ja gut, dann können wir zum Boss gehen. Oder zu den Bossen. Können die hier eigentlich rüber? Kommen die hier hin? Nee, oder? Taurus! Ich bin ein Stier! Ich bin ein Stier und ein Steinbock zugleich! So, sollten wir jetzt eigentlich einen Angel-Deal bekommen und den dann hoffen... Oh... Kein Angel-Deal für uns. Sind wir wohl zu böse für... Ich weiß halt auch nicht, ob das zählt, wenn wir jetzt im Devil-Deal etwas mitnehmen. Was umsonst war, wofür wir keine Leben da lassen mussten. Ob. Ob wir dann überhaupt noch einen bekommen können. Und anscheinend sind wir so schnell, dass wir jetzt in jedem Raum sofort. Ja. Okay, wir kriegen in jedem Raum sofort den Effekt. Den Taurus-Effekt. Das ist natürlich witzig. Hä, was ist das denn? Haben wir irgendwas eingesammelt, dass wir schneller werden? Kann ich mich gar nicht daran erinnern, aber scheinbar ist unsere Geschwindigkeit schon so hoch, dass wir jetzt jedes Mal, sobald wir nur den Raum betreten, den Taurus-Effekt bekommen. Na gut, was auch immer. Dann sind wir jetzt eine wandelnde Disco-Kugel. Das ist ja saubescheuert. Laser Tears. Toll. Sind wir in jedem Raum erstmal unbesiegbar und machen die Gegner noch Schaden. Das ist ja öde. Sind wir denn echt so schnell? Wir haben 4 Geschwindigkeit nur. Na gut, wenn das Spiel meint, wir sind schnell genug, dann ist das wohl so. Hä? Haben wir echt eben eine Speederpille bekommen? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Hey! Ist der etwa weggesprungen? Habt ihr das gesehen? Das ist ja so lächerlich! Ach man! Naja, okay. Dann rushen wir jetzt durch. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Wir können ja nicht schießen, während wir diesen Effekt haben. Jetzt können wir gegen den gegenlaufen, oder? Ja. Schade. Ich bin ein ganz gemeiner Stier. Habt Angst vor mir. Oh. Warum ist der rot? Na gut, ein roter Geist. War hier nicht noch irgendwas gedroppt? Nee, okay. Und wir können auch noch fliegen. Das heißt, wir kriegen durch gar nichts mehr Schaden. Wenn wir die Gegner schnell genug töten, dann kriegen wir echt durch gar nichts mehr Schaden. Wow. Das bräuchte man als Lost. So eine Combo. Also ganz schnell sein und Taurus. Das wäre doch richtig cool. Ah, wir haben den Helm schon auf. Dann muss ich den jetzt auch einsetzen. Ach, der Laser geht auch in beide... Oh. Oho. Der feine Herr kann in beide Richtungen Laser schießen. Disco, Disco. Disco Taurus. Disco, Disco. Disco Taurus. Ah, nee. Jetzt haben wir verloren. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leben wir haben. Ich setze mal meine Hyrophan-Karte ein. Dann haben wir wenigstens mindestens 2 blaue Leben. Okay, High Prices war, glaube ich, dieser Fuß, der von oben kommt. Müsst ihr mal wegspringen? Blöde Viecher. Du,
Wo müssen wir jetzt hin? Wieso ist unsere Augen so zu? Oh nein, wir sind blind. Aber irgendwie finde ich das gerade voll doof, dass ich in jedem Raum das bekomme. Klar, es ist mega stark. Noch ein Speed-Up, okay. Aber irgendwie auch doof. Shielded Tears, nehmen wir mit. Den Schlüssel vielleicht auch. Und das hier auch. Bad Gas. Ja, war eine gute Investition auf jeden Fall. So, und wir haben hier 99 Bomben bekommen. Das heißt, wir können hier auch mal ein paar Dinger kaputt machen. Temperance brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Wie sich halt auch immer die Musik verändert. Jedes Mal, wenn man neu in den Raum reinkommt. Wird immer so ein bisschen schneller. Okay, endlich mal ein Boss, der länger durchhält. Oh, der hält ja wirklich viel aus. Läuft bei dir, Gish. Aber selbst Gish hat Angst vor uns. Ach Mann. Ach, jetzt haben wir nur noch diese Lasertiers. Oh, das ist natürlich blöd. Macht Laser nicht sogar uns schwächer? Naja, gut. Pow. Angelraum, 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 Angelraum. Yay! Angelraum, ich komme! Oh, der Goathead. Ist sogar recht gut. Finde ich gerade gut. Los, Fuß. Vernichte den Engel. Der Engel der Schande. Hallo, du hast Angst vor uns, dann darfst du doch nicht zu uns kommen. Was läuft falsch bei dir, Engel? Wenn man Angst hat, dann läuft man vor dem Gegner weg und rennt nicht zu ihm hin. Das muss er noch lernen. Vor allem muss er Angst haben, weil wir haben Dämonenflügel. Und vor Dämonenflügel haben gefallene Engel keine Angst. Okay. Ne. Werden wir eigentlich stärker durch... Also wird dieser Taurus-Effekt stärker, umso mehr Schaden man selber macht? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Oder das macht immer denselben Schaden. Der hätte uns fast noch getroffen. Böses Herz. Ich will trotzdem Gotthard finden. Wieso finde ich den nie? Weil ich lese in letzter Zeit auch überall, oh, ich bin jetzt wie Platinum God. Und ich gammel hier rum und suche immer noch den Gotthard. Jeder findet diesen Gotthard anscheinend, nur ich nicht. Das ist traurig. Traurig. Einige sogar schon zum zweiten und dritten Mal. Und ich noch nicht einmal zum ersten Mal. Ich armer kleiner Bubi. So. Wahrscheinlich. Ah, ne, ist egal. Ne, ist egal. Blub, 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 blub. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr heute. Aua. Auf dem Osterfeuer wart. Das ist ja heute überall. Oder ob ihr noch hingeht. Oder ob ihr halt schon da wart. Oder so. Könnt ihr ja mal schreiben. Hier schon wieder Forget Me Now. Wieso kriegen wir so auf Forget Me Now? Will uns das Spiel irgendwas sagen? Dass wir die Ebene nochmal machen sollten? Hanged Man? Ja, okay. Pillen. Pillen? Wow. Richtig schlechte Pille einfach. Egal. Nimm das. Nimm die Bombe. Nehme sie auf und fresse sie und labe dich an ihr. Damit du groß und stark wirst. Oder explodierst. Bombis! Meine Bombis! Bombis brauche ich. Ich habe davon jetzt nämlich erst 94. Ich brauche 99.
Ohne 99 Bomben kann man ja gar nichts anfangen. So. The Fool, okay. Perfekt zum Marm, noch The Fool bekommen. Oh, was? Dein Ernst? Die rote Version konnte ja keine Gegner spawnen, oder? Wow. Gut, wir haben noch genug Zeit. Das kriegen wir. Ein paar Herzchen. Alles klar, alles klar. Das kriegen wir hier. Jemand hat mir gesagt, ich kann hier die Items mitnehmen und die Löcher sind dann trotzdem noch da. Das heißt... Ja, Tatsache. Okay. Man muss den Bosswasch nicht machen. Man kriegt quasi kostenlose Items dafür, dass man es schafft. Aber man muss den Bosswasch nicht machen, es sei denn, man möchte halt noch ein Item haben. Denn wenn man den Bosswasch macht, dann... kriegt man noch eins. Aber das ist ein sehr schöner Tipp. Danke dafür nochmal. Finde ich wirklich gut. So sollte das auch im richtigen Isaac sein. Dass man gar nicht erst den Bosswasch machen muss. Dass man sich entscheiden kann, ob man ihn macht oder nicht. Samsons Lacke? Nö. Durchpreschen durch alles. Wir sind ein ganz gemeiner Stier. Legt euch nicht mit dem Stier an, oder ihr bekommt seine Hörner zu spüren. Pow! Ich hoffe nur, das ist der richtige Weg hier, sonst müssen wir gleich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Sieht aber bisher richtig aus. Richtiger als andere Wege auf jeden Fall. Ja. Okay, perfekt. Na, kommt ihr aus allen vier Ecken? Wow. Aus dem ganzen Land kommen die ganzen Fliegen zu uns. Und wollen sich mit uns anlegen, aber wir haben keine Lust dazu. Krieg. Hi. Wie das aussieht, wenn wir dieses Schubda-Wub-Ding auf dem Kopf haben. Wenn sogar der Krieg Angst vor ihnen hat, dann weiß man, man hat Macht. Wir haben Macht. Au. Na, Gottheit vielleicht? Nö, zwei Fliegen. Okay. Kann man machen. So zwei Fliegen bekommen ist ja auch okay. Ja, ist auch okay. Mhm. Ah, ich wollte in den Darkroom. Ich hab das Polaroid mitgenommen, gell? Oh nein. Tut mir leid. Oh, dann müssen wir doch nochmal in die Kathedrale. Eigentlich wollte ich mal den Darkroom angucken. Weil ich den anderen Weg ja jetzt schon kenne. Ah, hab ich nicht dran gedacht. Verdammt. Muss ich dann mal beim nächsten Mal dran denken. Denn irgendjemand meinte, ich werde voll die Überraschung erleben, wenn ich in den Darkroom gehe. Was da auf mich wartet bei dem Boss. Und der wird gerne meine Reaktion sehen davon. Aber jetzt kann ich da nicht hin. Das tut mir leid. Tut mir irgendwie wirklich leid. Noch ein Speed-Up. Gut, warum nicht? Au. Da habe ich mich auf meinen Stier verlassen, aber irgendwie... Ist das wohl nur einmal pro Raum? Wenn man dann in den Raum nochmal neu reingeht, dann hat man es nicht mehr. Ach, wir haben ja Schilde Tiers. Geht das doch mit dem Laser? Echt? Nee, hä? Hat jetzt der Gish Schilde Tiers oder wie? Oder was oder wo oder wann? Kein Plan. Auf jeden Fall können wir hier auf jeden Fall nochmal reingucken. Da hätten wir ein Gabi-Item. Haben wir schon ein Gabi? Nö, haben wir nicht.
Noch ein Forget-Me-Now. Was zum... Das Spiel will echt, dass wir Forget-Me-Now einsetzen, oder? Das ist schon das dritte Forget-Me-Now, das wir in diesem One haben. Aber ich will es immer noch nicht. Und wir müssen nach oben, weil wir das Polaroid haben. Das dritte Forget-Me-Now. Zweimal umsonst bekommen. Oder halt ohne dem zu verlieren und einmal jetzt mit dem verlieren. Aber ich will es immer noch nicht. Oh Gott. Spawnt einfach in uns drin. What the fuck? Sure, lass mich raus. Lass mich raus aus dieser elenden. Wie klingt das denn? Du-du-du. Okay, das klang sehr komisch. What the fuck? Kommt das jetzt die ganze Zeit? Ja klar, hier ist ja Zelda-Musik, deswegen hört sich das natürlich anders an. So richtig aufgepitcht. What the fuck? Das klingt so merkwürdig. Aber okay. Wie so ein Balletttanz oder so. Finde ich witzig. Monster Manual, was ist das? Können wir uns nicht leisten. Okay, dann nicht. So, was ist das? Chemical Peel. Achso, aus unserem einen Auge. Ah, wir schießen jetzt sogar die ganze Zeit nur aus dem linken Auge raus, oder was? Cool. Aus dem einen Auge sind wir jetzt stärker. Und wir schießen auch irgendwie nur aus einem Auge, das heißt, wir sind die ganze Zeit stärker. Das finde ich gut. Ich wollte aber eben noch irgendwas machen. Ich habe es nur gerade wieder vergessen. Egal. Na, Joker, perfekt. Können wir gleich mal einsetzen, nachdem wir uns hier noch den Leben kurz geholt haben. Mal Joker. Aha. Der weiße Kopf also, ja? Nee. Wir können schon fliegen. Schade, immer noch kein Godhead. Ob wir jemals den Godhead bekommen, man weiß es nicht. Das Bibel. Oh, Moment. Wir haben den Effekt. Ja, keine Leben verloren. Perfekt. Und blaue Herzen, die wir nicht brauchen. Was? Wieso kriegen wir denn jetzt? Jetzt dauert das irgendwie voll lang. Bis wir diesen Taurus-Effekt bekommen. Was ist nur los mit dir, Taurus? Guck mal, wie lange ich hier rumlaufen muss, damit das kommt. Eben haben wir es instant bekommen, jetzt plötzlich nicht mehr. Woran liegt das jetzt? Vor allem, wenn wir in der Kathedrale sind, oder wie? Kein Plan. Das finde ich gerade aber ein bisschen doof. Der Taurus hat dann Kraft nachgelassen. Oh Gott. Hilfe. Autsch. Das sieht voll gefährlich aus, dieser eine Raum da eben. Aber so gefährlich ist er gar nicht, der tut nur so. Komm her. Nein! Hat uns gerade noch so getroffen, ich glaub's ja nicht. Alles wäre einfacher, wenn wir sofort den Taurus-Effekt bekommen würden.
Na gut, dann hallo Isaac. Aha, wir fangen deine Tränen mit unseren Gischtränen ab. Das hast du nun davon. Ach, eine Maske haben wir auch noch. Oh, weia. Der Arme, da trifft uns ja gar nicht mehr. Oh. Easy. Einfach im Raum stehen bleiben, das ist die beste Taktik. So. Einfach. Und weiter geht's. Letzte Ebene. Kennen wir leider schon. Aber wir hätten uns den zweiten Schlüssel mitnehmen können. Vielleicht hätte ja der Megasaat dann auch anders ausgesehen. Denke ich sogar. Hat man da einen Double Shot? Nö. Öde. Tower, okay. Ich habe Jutsu. Feuer, ganz viel Feuer. Ich habe heute den ganzen Tag auf Gomme gespielt übrigens. Endergames und so, damit ich ein neues Kit freischalten kann. Und dann wurde ich einfach aus der Lobby rausgeschmissen. Beziehungsweise ich war in der Endergames Lobby, sollte gerade teleportet werden in die Map halt rein. Und dann kam ich in irgendein anderes Spiel rein, wo man irgendwie Kills machen musste, und wenn man einen gekillt hat, dann wird man stärker. Das habe ich heute 4 Stunden gespielt. Ich wollte eigentlich gar nicht rein, ich habe es auch erstmal nicht verstanden. Und wollte ich mal fragen, ob ihr das auch hattet, wenn ihr auf Combat HD spielt. Das ist vielleicht jetzt komisch, weil ich das in Isaac frage. Aber ja, wenn ihr also heute mal irgendwie auf Combat wart, ob ihr das auch hattet. Ich fand das ziemlich komisch. Man wurde nämlich in diese Lobby rein teleportet. Und wenn man dann in den Hub rein wollte, dann ging das nicht. Weil dann stand da, du bist bereits im Hub. Aber das war ja irgend so ein anderes Spiel, was weiß ich. Das war richtig komisch. Auf jeden Fall habe ich das dann doch irgendwie 4 Stunden gespielt und ich finde den Spielmodus richtig witzig. Vielleicht zeige ich euch das mal. Da geht es halt darum, dass man Leute töten muss und pro Kill wird man immer stärker und pro... Hallo, I am Error. Und mit jedem Tod, den man hat. Mit jedem Tod, den man hat, verliert man wieder seine Ausrüstung. Um ein paar Level. Und das ist eigentlich ganz witzig. Habe ich dann so lange weitergespielt, bis ich irgendwie 1000 Kills hatte in 4 Stunden. Ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich fand das ganz witzig. Ansonsten habe ich noch eine Folge Team Fortress 2 aufgenommen. Gestern mit dem Jardinier zusammen. Der hat zwar nichts gesagt, aber er war auch im Spiel drin. Und das kommt vielleicht auch noch heute oder morgen oder in der Nacht oder was weiß ich wann. Vielleicht auch gar nicht. Aber ich habe es zumindest aufgenommen. Und irgendwie haben wir so gar keinen Schaden. Vielleicht, ich lasse mich einmal treffen. Dann haben wir nämlich unsere komische Fliege. Die macht dann mit Schaden. Oh. In welche Richtung macht er das? Gar keine? Okay. Ich glaube, unsere Fliege macht sogar mehr Schaden als wir. Und das ist schon echt lächerlich. So, Fliegi, du machst das. Sehr schön. Gut gemacht, Fliegi. Ja. War jetzt nicht allzu schwer, würde ich sagen. Wen haben wir jetzt gespielt? Uriel, ne? Ne, The Lamp. Wer ist Uriel? Was macht Uriel? Der hat The Sword. Ha. Oh, ha. Jesus. Jesus ist bestimmt auch witzig.
it's about. Okay, dann beim nächsten Mal eine Challenge wieder, die zweite, weil bei der ersten hatten wir ja keine Probleme soweit. Und wieder kein Gottheit gefunden. Was soll's? Ja, es ging die Folge auch nicht so lang, nur 35 Minuten. Aber pff, muss ich nicht so lange rendern. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und dann habt ihr auch mehr Zeit für Osterfeuer. Wenn ihr da nicht sowieso schon wart oder gar nicht essen geht. Meh, egal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.